Damit kommen wir zur Tagesordnung. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 1, das ist die Fragestunde. Und wir beginnen mit der Frage 633, Frau Abg. Löber. Ja, ich frage die Landesregierung. Wie beurteilt sie die im aktuellen Entwurf der Novelle der Düngeverordnung DÖIV vorgesehene Gleichbehandlung aller stickstoffhaltigen Düngemittel? Liebe Kollegen, es wäre lieb, wenn ein bisschen mehr Ruhe wäre. Danke. Ja, ich meinte die eigenen mehr. Das ist doch in Ordnung. Der Appell an die eigenen ist gestattet. Den Rest mache ich jetzt auch. Ich fange auch nicht an mit der Beantwortung, bevor nicht wirklich Ruhe herrscht. Dann bitte ich um Beantwortung durch die Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Bitte schön. Sehr geehrte Abgeordnete Löbe, den Ländern liegt bislang kein neuer Entwurf der Düngeverordnung vor. Der letzte offizielle datiert vom Dezember 2015 und wird bei der folgenden Beantwortung Ihrer Frage zugrunde gelegt. Dieser Entwurf enthält viele restriktive Regelungen hinsichtlich des Einsatzes von organischen Düngemitteln, insbesondere Festmist und Kompost, die sich durch einen nur geringen Anteil pflanzenverfügbaren Stickstoffs am Gesamtstickstoff auszeichnen. Dies würde vor allem für den ökologischen Landbau, aber auch für die konventionelle Landwirtschaft im Zusammenhang mit dem Einsatz von Festmist und Kompost sowie für die Kompostierungsanlagen der Entsorgungswirtschaft zu stärkeren Einschränkungen bei der landwirtschaftlichen Verwertung führen. Wir haben uns daher dafür eingesetzt, dass für Festmist und Komposte die Sperrfristen für die Aufbringung im Winter verkürzt, bei der Anrechnung von Komposten auf die zulässige Gesamtstickstoffmenge Erleichterungen geschaffen werden und die verschärften Vorgaben zur Lagerung von Festmist und Komposten gestrichen werden. Hintergrund für die Neufassung der Düngeverordnung ist, dass diese auch der Umsetzung der europäischen Nitratrichtlinie dienen und den gestiegenen Umweltschutzanforderungen Rechnung tragen soll. Wie Sie wissen, hat Ende Oktober dieses Jahres die Europäische Kommission Klage gegen Deutschland beim Europäischen Gerichtshof eingereicht, da nach ihrer Ansicht die derzeit geltende Düngeverordnung die Nitratrichtlinie nicht korrekt umsetzt. Die bisher geltenden Regelungen haben die teilweise hohen Nitratbelastungen im Grundwasser nur unzureichend abgesenkt. Leider ist auch für Hessen festzustellen, dass die Belastung von Grundwasserleitern mit Nitrat wieder zunimmt. Für die Kommission war ein zentraler Punkt, dass nach ihrer Ansicht unter anderem der Einsatz von flüssigen und festen organischen Düngemitteln wie Gülle, Festmist und Kompost zu wenig reguliert wird. Auch wenn ich die sich im Moment abzeichnenden restriktiven Regelungen im Hinblick auf die Landwirtschaft in Teilen weiterhin kritisch sehe, so müssen wir auch eine Lösung finden, die Klage vor dem Europäischen Gerichtshof abzuwenden. Vor diesem Hintergrund gilt es, Regelungen zu finden, die sowohl der Landwirtschaft als auch dem Gewässerschutz gerecht werden. Es sollte auch darum gehen, dass organische Düngemittel wie Festmist oder Kompost gegenüber mineralischen Stickstoffdüngern nicht nur nicht benachteiligt werden, sondern die damit in der Regel verbundenen vorzugswürdigen Bewirtschaftungsformen wie Grünlandwirtschaft, Weidehaltung oder die unterschiedlichen Formen des ökologischen Landbaus nicht beschränkt oder behindert werden. Dann kommen wir zur Frage 634, Herr Abg. Degen. Ich frage die Landesregierung. Werden Bewerberinnen und Bewerber für Stellen oder Abordnungen im Hessischen Kultusministerium in Bewerbungsgesprächen nach einer eventuellen Mitgliedschaft in Parteien oder Verbänden gefragt? Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Herr Abg. Degen, die Auswahlgrundsätze sind gesetzlich festgelegt, richten sich nach § 9 des Beamtenstatusgesetzes. Dort heißt es, Ernennungen sind nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung ohne Rücksicht auf Geschlecht, Abstammung, Rasse oder ethnische Herkunft, Behinderungen, Religion oder Weltanschauung, politische Anschauungen, Herkunftsbeziehungen oder sexuelle Identität vorzunehmen.
Bewerbungsgespräche werden ausschließlich im Sinne dieser Auswahlgrundsätze geführt. Zusatzfrage, Herr Abg. Degen. Vielen Dank, Herr Kultusminister. Sollte solch eine Frage dennoch gestellt worden sein, welche Handlungsempfehlungen würden Sie einer solchen Person im Nachgang geben? Herr Kultusminister. Es gibt, wie auch im Arbeitsrecht, so natürlich auch im öffentlichen Dienstrecht, die klare Regelung, wenn unzulässige Fragen gestellt werden, braucht man sie nicht zu beantworten und kann das natürlich auch im Nachhinein rügen. Zusatzfrage, Herr Abg. Dr. Wilken. Herr Kultusminister, in Ihrem Zitat gerade hätte man ja verstehen können als Nein. Sie haben aber kein Nein gesagt. Das heißt, sind Ihnen solche Vorgänge bekannt? Herr Kultusminister. Nein, Herr Abgeordneter, solche Vorgänge sind mir nicht bekannt. Und wenn Sie möchten, kann ich auch noch ein ausdrückliches Nein hinzufügen. Ich wollte nur vielleicht die Antwort nicht bloß auf ein Wort beschränken. Dann kommen wir zur Frage 639, Abgeordneter Landau. Ich frage die Landesregierung, wie unterstützt sie Schüler und Schülerinnen und Studenten mit Ferienjobs dabei, sich mit den hierfür relevanten steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Regelungen vertraut zu machen? Herr Finanzminister Dr. Schäfer. Herr Abgeordneter Landau, umfassende und aktuelle Informationen über die relevanten steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Regelungen enthält die Broschüre Steuertipps bei Aushilfstätigkeit von Schülerinnen, Schülern und Studierenden. Sie wurde vom Hessischen Finanzministerium in Abstimmung mit dem Sozialministerium erstellt. Sie kann entweder über die Internetseite des Finanzministeriums heruntergeladen werden oder auch kostenlos als Papierausgabe angefordert werden. Sollte eiliger Beratungsbedarf bestehen, ich hätte eine Ausgabe auch dabei. Frage 640, Herr Abgeordneter Rentsch. Frage: Die Landesregierung, auf welcher Rechtsgrundlage erfolgen die Duldungsverfügungen für Sportwetten im Internet und Wettvermittlungsstellen in Hessen? Herr Innenminister Beuth. Herr Abgeordneter, die Rechtsgrundlage für Duldungsverfügungen für Sportwetten im Internet und in Wettvermittlungsstellen in Hessen ist der § 9 Absatz 1 Satz 2 und Satz 3 Nummer 3 des Glücksspielstaatsvertrages. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Rentsch. Zunächst vielen Dank für die Wiedergabe des Gesetzestextes. Ich möchte anschließen, nach der Ministerpräsidentenkonferenz gab es ja verschiedene Berichterstattungen. Das Parlament ist noch nicht ganz so umfassend informiert worden zu diesem wichtigen Komplex. Deshalb frage ich hier noch einmal die Landesregierung, wie das weitere Verfahren in dem Bereich aussieht, ob sie möglicherweise ihr Sonderkündigungsrecht plant, auszuüben, wann das gegebenenfalls sein soll. Also wie sieht das weitere Verfahren aus? Herr Minister des Innern. Herr Abgeordneter, die Beratungen sind noch nicht abgeschlossen. Die Konferenz der Chefs der Staatskanzleien haben noch wichtige Aufträge aus der Ministerpräsidentenkonferenz in Rostock zu erfüllen. Und sodann, wenn das abgeschlossen ist, wird das Parlament natürlich entsprechend beteiligt werden. Frage 641, Frau Abgeordnete Beer. Ich frage die Landesregierung, welche konkreten Maßnahmen hat der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier unternommen, um sicherzustellen, dass der Welterbestatus des oberen Mittelrheintals nicht durch den Ende Mai 2016 beantragten Bau von Windkraftanlagen durch den baden-württembergischen Staatskonzern ENBW im Bereich der Stadt Lorch gefährdet wird? Herr Wirtschaftsminister Al-Wazir. Frau Abgeordnete Beer, das Land trägt dem Schutz der Welterbestätten bei der Ausweisung von Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie Rechnung. Nach der Änderung des Landesentwicklungsplans Hessen 2000 vom 27. Juni 2013 ist die Festlegung von Vorranggebieten in den Kernzonen der Welterbestätten generell ausgeschlossen. Eine Ausweisung im Rahmenbereich des Welterbes sowie auf den angrenzenden Flächen ist grundsätzlich möglich. Hessen hat, um auf den konkreten Fall zu kommen, sowohl gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz als auch gegenüber der UNESCO wiederholt zum Ausdruck gebracht,
im Rahmen seiner Möglichkeiten darauf hinzuwirken, den Rahmenbereich des Welterbes Oberes Mittelrheintal von Windenergieanlagen freizuhalten, falls diese den Welterbestatus gefährden. Hessen hat zugesagt, die UNESCO über das beim Land Rheinland-Pfalz angesiedelte gemeinsame Welterbesekretariat in das Verfahren einzubeziehen und sicherzustellen, dass die UNESCO auf der Basis aussagekräftiger Unterlagen bewerten kann, ob die geplanten Anlagen mit dem Welterbestatus vereinbar sind. Im durch den Antrag von der ENBW angestoßenen Genehmigungsverfahren nach dem Bundesemissionsschutzgesetz erfolgt eine Einzelfallprüfung des Windenergievorhabens, in der die Verträglichkeit mit dem Welterbestatus ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. Teil der Antragsunterlagen ist eine vorhabenbezogene Sichtachsenanalyse, die das gemeinsame Welterbesekretariat in Rheinland-Pfalz an die UNESCO in Paris weitergeleitet hat. Der Beschluss des UNESCO-Welterbekomitees soll im laufenden Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden. Herr Ministerpräsident hat immer wieder betont, dass es ihm ein persönliches Anliegen ist, das UNESCO-Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal in seiner Vielfalt und seinem Umfang zu schützen und zu erhalten. Dies hat er auch gegenüber der UNESCO Deutschland versichert. Zusatzfrage, Frau Kollegin Beer und dann Herr Rock. Herr Minister, bedeutet das, dass sichergestellt ist, dass vor Äußerung der UNESCO in Hessen auch keinerlei Genehmigung erteilt wird? Da ich ja gerade gesagt habe, dass die Stellungnahme der UNESCO in das Verfahren nach dem Bundesemissionsschutzgesetz einbezogen werden soll, versteht sich das von selbst. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Rock. Herr Abgeordneter Klee, bitte schön. Ich frage die Landesregierung, ist es richtig, dass die Stadt Losch mit SCH gemeint ist und nicht die in der Anfrage aufgeführte Stadt Losch mit CH im Rheingau? Herr Staatsminister Al-Wazir. Herr Abgeordneter Klee, die Menschen, die mit dem Dialekt aufgewachsen sind oder in der Region aufgewachsen sind, in der gemeinhin das Hessische verortet wird. Es gibt ja auch noch Nordhessen, die reden aber was anderes. Die haben durchaus eine Schwierigkeit, den Unterschied zwischen Lorsch und Lorch phonetisch auszudrücken. Aber es ist durchaus das Lorch am Rhein gemeint. Immer machen wir mal eine Sitzung in Hessisch, das wird spannend werden. Okay, meine Damen und Herren, wir kommen zur Frage 644. Herr Abgeordneter Rock, bitte. Ich frage die Landesregierung, welche Erkenntnisse hat die Überprüfung bezüglich einer Übertragung des Gesetzes zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf auf den Beamtenbereich in Hessen ergeben, die das Innenministerium in einem konkretisierenden Erlass vom 30. April 2015 angekündigt hatte. Ja. Herr Abgeordneter, die Überprüfung einer Übertragung des Gesetzes zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf auf den Beamtenbereich in Hessen ist noch nicht abgeschlossen. Aufgrund der unterschiedlichen Systeme können die Regelungen, die nach dem Pflegezeitgesetz und dem Familienpflegezeitgesetz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten, nicht eins zu eins auf den Beamtenbereich übertragen werden, da die Besonderheiten des Beamtenverhältnisses zu berücksichtigen sind. Für Beamtinnen und Beamte bestehen bereits nach geltender Rechtslage weitreichende Beurlaubungs- und Teilzeitmöglichkeiten aus familiären Gründen, die zum Teil flexibler und weitreichender sind als die Regelungen nach dem Pflegezeitgesetz und dem Familienpflegezeitgesetz. Zum Teil bleiben sie aber auch dahinter zurück. Das bestehende Regelungsgefüge und die Flexibilität sollen möglichst erhalten bleiben. Angestrebt ist deshalb, die bestehenden beamtenrechtlichen Regelungen so weiterzuentwickeln, dass sich im Ergebnis weitgehend dem Arbeitnehmerbereich entsprechende Freistellungsmöglichkeiten für die Pflege naher Angehöriger auch für Beamtinnen und Beamte ergeben. Dann komme ich zur Frage 645. Herr Abgeordneter Eckert, bitte. Ich frage die Landesregierung, mit welchen konkreten Maßnahmen am sogenannten Hessenhaus im Tierpark Tiergarten Weilburg
fördert sie bis zur Neuverpachtung die notwendige Sanierung. Frau Staatsminister Hinz. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, der Landesbetrieb Hessen Forst als Eigentümer der Liegenschaft beabsichtigt mit dem Ausscheiden des derzeitigen Pächters der Gaststätte und vor einer Neuverpachtung eine grundlegende Instandsetzung und hat die entsprechenden baulichen Modernisierungen eingeleitet. Diese umfassen unter anderem die Schaffung eines barrierefreien Zugangs, die Installation zeitgemäßer sanitärer Anlagen mit barrierefreiem Zugang, eine energetische Verbesserung mit gleichzeitiger Umstellung der Heizungsanlage von Elektro auf Gas sowie die Sanierung und Erweiterung der Küche. Die Kosten sind derzeit mit rund 600.000 Euro veranschlagt. Geplant ist, die notwendigen Maßnahmen im ersten Halbjahr 2017 zu realisieren, mit dem Ziel, eine Fertigstellung zu Saisonbeginn in Verbindung mit dem bevorstehenden Pächterwechsel zu erreichen. Zusatzfrage, Herr Kollege Eckert. Sie haben gesagt, Frau Ministerin, im ersten Halbjahr 2017 und dann im weiteren Verlauf bis zum Saisonbeginn. Das heißt, es ist gewährleistet, dass bis zum Saisonbeginn der Umbau durchgeführt wird. Und Herr Präsident, wenn ich meine zweite Zusatzfrage schon gerade direkt mitstellen darf, ist bei den Umbaumaßnahmen das Thema Barrierefreiheit mit berücksichtigt? Frau Staatsministerin Hinz. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Eckert, ich kann Ihnen diesen Satz noch einmal vorlesen, damit Sie ihn vielleicht beim zweiten Mal dann besser hören. Diese umfasst unter anderem die Schaffung eines barrierefreien Zugangs, die Installation zeitgemäßer sanitärer Anlagen mit barrierefreiem Zugang und dann geht es weiter, energetische Verbesserung. Also Barrierefreiheit ist bei den Modernisierungen mit dabei. Das Ganze soll im ersten Halbjahr 2017 stattfinden. Ich kann Ihnen nicht den genauen Monat sagen, wann es denn fertig ist. Auf jeden Fall ist geplant, mit Pächterwechsel möglichst alles fertig zu haben. Aber wie Sie wissen, kommt es immer darauf an, wie man die Handwerker kriegt und ob das alles dann im Ablauf so ist, wie das geplant ist. Aber jedenfalls ist dieses das Ziel von Hessen Forst. Zusatzfrage, Herr Kollege Eckert. Wenn Sie dann nicht gewährleisten können, den Saisonbeginn nach der Baumaßnahme sicherzustellen, gibt es Alternativplanungen, um dann, wenn sozusagen im Frühjahr da es richtig losgeht, alternative Bewirtungen sozusagen anbieten zu können? Frau Ministerin Hinz. War das jetzt ein Angebot von Ihnen, dass Sie da einen Imbiss aufmachen? Dann nehme ich das gerne mal in Anspruch, wenn es soweit wäre. Und wir gehen alle mit. Okay. Ich rufe auf die Frage 648, Herr Abgeordneter Schmidt. Wo ist er hier? Ich frage die Landesregierung, wird sie die Einrichtung eines Projektbeirates bei der geplanten Schnellbahnstrecke Frankfurt-Mannheim zur Festlegung der Linienführung ermöglichen? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Schmidt, die Landesregierung unterstützt das Ziel der Vorhabenträgerin, der DB Netz AG, mit Beginn der Planung der Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim eine umfassende und transparente Bürgerbeteiligung durchzuführen. Dadurch wird sichergestellt, dass die betroffenen Bürgerinnen und Bürger sowie Gemeinden nicht mit einer verfestigten Planung konfrontiert werden, sondern sich bereits bei den ersten Planungsüberlegungen beteiligen und einbringen können. Um den geplanten Prozess der Bürgerbeteiligung zu erläutern, hat die DB Netz AG gemeinsam mit Hessen und Baden-Württemberg am 30. September 2016 in Darmstadt eine Informationsveranstaltung durchgeführt. Dort wurde dargelegt, dass die Bürgerbeteiligung in Form eines Beteiligungsforums unter Moderation eines Dritten, nämlich dem Institut für Organisationskommunikation IFOG GmbH, erfolgen soll. In dem Beteiligungsforum werden Bürgerinitiativen, Wirtschaft, Politik, Naturschutz und Fahrgastverbände etc. in Arbeitsgruppen vertreten sein. Ich war bei der Veranstaltung und habe mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern über das Vorhaben und die geplante Bürgerbeteiligung diskutiert. In der ersten Sitzung des Beteiligungsforums, die am 6.12. in Gernsheim stattfinden soll,
sollen unter anderem Vereinbarungen über die Zusammenarbeit im Forum getroffen und die Arbeitsgruppen eingerichtet werden. Dann werden mögliche Trassenführungen in den noch offenen Abschnitten durch die Arbeitsgruppen des Beteiligungsforums erarbeitet und anschließend bewertet werden müssen. Zusatzfrage, Herr Kollege Schmidt. Herr Minister, machen Sie sich denn die Forderung der Grünen in der Verbandsversammlung Rhein-Neckar zu eigen und stellen Sie mit dem Forum sicher, dass ohne inhaltliche Vorfestlegung eine ergebnisoffene Diskussion der verschiedenen Lösungsmöglichkeiten auch jenseits beschränkter rechtlicher und technischer Planungsstandards möglich ist? Dass es eine Geschäftsordnung gibt, die möglich macht, dass Beschlüsse auch sofort an das zuständige an den Bundestag und an die Bahn weitergegeben werden können. Herr Staatsminister Al-Wazir. Also ergebnisoffen heißt nicht, dass wir über die Frage diskutieren, ob diese Bahnstrecke gebaut wird. Ja, ich sage das mal. Das ist der größte Engpass im bundesdeutschen Schienennetz, im Fernverkehr. Und wir brauchen dringend zusätzliche Kapazität auf der Schiene zwischen der Rhein-Main- und der Rhein-Neckar-Region. Allerdings will ich ausdrücklich sagen, ich habe es ja gesagt, dass es auch mir darum geht, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht mit einer verfestigten Planung konfrontiert werden, sondern sich zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt einbringen können. Dafür habe ich mich eingesetzt. Ich weise manchmal darauf hin, dass sozusagen das Land Hessen weder Vorhabenträgerin ist, das ist die DB Netz AG, noch Finanzierer, das ist das Bundesverkehrsministerium bzw. der Deutsche Bundestag, sondern wir haben ein Interesse daran, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger einerseits in das Verfahren einzubringen und andererseits mit dafür zu sorgen, dass nach jahrzehntelangem Stillstand jetzt endlich wieder Bewegung auch in diese Maßnahme gekommen ist. Ich will ausdrücklich sagen, dass der Bund in Aussicht gestellt hat, dass das BMVI zu einem späteren Zeitpunkt ein derartiges Gremium begleitet, also ausdrücklich auch sagt, dass dort Entscheidungen getroffen werden. Aber dazu muss natürlich zuerst einmal der Planungsprozess aufgenommen werden. Und insofern bin ich eigentlich guten Mutes und ich glaube, dass am Ende, an dem Freitag, den 30. September, auch die meisten, die dort den Saal verlassen haben, gesagt haben, dass sie sich ernst genommen fühlen, dass sie zu einem sehr frühzeitigen Zeitpunkt eingebunden werden, dass die Bahn auch an dieser Stelle, ich sage es mal sehr deutlich, aus Stuttgart 21 gelernt hat und nicht eine fertige Planung auf den Tisch legt und die dann verteidigt, sondern am Beginn des Prozesses die Bürgerinnen und Bürger einbindet. Zusatzfrage, Kollege Schmidt. Herr Minister, stimmen Sie mir denn zu, dass auch nach der Veranstaltung in Darmstadt, von der Sie gesprochen haben, an der ich auch teilgenommen habe, weiterhin die Bürgerinitiativen, die Städte und Gemeinden und wie gesagt auch die Fraktionen CDU, SPD und Grüne in der Planungsversammlung Rhein-Neckar weiterhin die Forderung erheben, dass es einen Projektbeirat geben soll? Herr Staatsminister Al-Wazir. Ich stimme Ihnen zu, aber wenn Sie am 30. September da waren, ja, sage ich ja gerade, haben Sie auch gehört, dass gerade der Vertreter aus Baden-Württemberg erklärt hat, wie es zu dem Projektbeirat an der Rheintalstrecke gekommen ist, dass da nämlich nach 10 Jahren eine Planung schlicht gegen die Wand gefahren ist und man danach versucht hat, in Anführungszeichen die Trümmer aufzuräumen. Und an dieser Stelle macht man es jetzt von Anfang an besser. Und ich glaube, dass und ich will das an dieser Stelle auch noch mal deutlich sagen, das Wort Beteiligungsforum, das Wort Beteiligung stammt, ist auf meinen Wunsch zum Titel des Ganzen geworden, weil mir wichtig war, auch den Bürgerinnen und Bürgern zu signalisieren, dass es nicht ein Dialogforum ist, in dem Sinne, dass jeder mal irgendwas sagt und am Ende die Bahn macht, was sie will, sondern Beteiligungsforum heißt wirklich Beteiligung von Anfang an. Und ich würde jetzt in uns allen gemeinsam raten, dass wir jetzt die Sitzung am 6.12.
abwarten, dort die Möglichkeiten, die sich uns bieten, auch wirklich wahrnehmen. Und vielleicht ist am Ende die Konfrontationsstellung, die aus Ihrer Frage deutlich wird, gar nicht so nötig, weil wir am Ende gute Lösungen für alles finden. Zusatzfrage, Abgeordneter Kummer. Herr Minister, werden Sie sich dafür einsetzen, dass in diesem Projektbeirat auch die Kommunen vertreten sein werden, die an den sogenannten Bestandsstrecken ihre Gemarkung haben, beispielsweise an der Riedbahn? Denn das wird erforderlich sein, weil von der Neubaustrecke ja zu erwarten ist, dass dies auch erhebliche Auswirkungen haben wird auf den Verkehrsmix, der sich dann auch auf den Bestandsstrecken zukünftig ergeben wird. Herr Staatsminister Al-Wazir. Also nach allem, was ich weiß, sind diese Kommunen von Anfang an mitgedacht worden. Und es ist klar, dass es am Ende darum geht, wo die Neubaustrecke langführt, aber auch, was das mit den Bestandsstrecken macht. Da gibt es ja teilweise die Befürchtung, dass man tagsüber dann mehr Güterverkehr hat, weil der Fernverkehr auf der Neubaustrecke läuft. Auf der anderen Seite wird ja immer wieder gefordert, auch die Nahverkehrsangebote auszuweiten, Stichwort S7 auf der Riedbahn. Also insofern glaube ich, dass das auch eine Chance sein kann. Und ich habe auch ausdrücklich immer vertreten, dass es bei Lärmschutz nicht nur um die Neubaustrecke geht, sondern auch um die Bestandsstrecke. Insofern bin ich überzeugt davon, dass die ganze Region beteiligt werden muss, wenn man sozusagen ein Beteiligungsforum ernst meint. Und im Übrigen habe ich mit Freude gelesen, dass die SPD am Wochenende beschlossen hat, Partei der Infrastruktur zu sein, und setze auf ihre Unterstützung. Frage 649, Frau Abgeordnete Müller-Kassel. Ich frage die Landesregierung, wie ist der Sachstand zur Gründung eines Fachzentrums ÖPNV im ländlichen Raum unter Federführung des NVV? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Müller, die Vorteile der Nahmobilität zeigen sich nicht nur in der unmittelbaren Verlagerung von motorisiertem Individualverkehr, sondern auch in der Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln, insbesondere mit Bus und Bahn. Eine gute Verknüpfung mit dem Bus- und Bahnverkehr macht es für Autofahrer attraktiver, auf das Fahrrad umzusteigen oder kurze Strecken zu Fuß zu gehen. Daher ist es wichtig, die Nahmobilität als integralen Bestandteil des gesamten Verkehrssystems zu begreifen und zu fördern. In einer wirksamen Förderung des Fahrrad- und Fußverkehrs ergänzen sich Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit einerseits sowie der Ausbau von Infrastruktur und Service andererseits. Wir freuen uns daher, dass die AG Nahmobilität auf ein breites Interesse stößt. Ich merke gerade, ich beantworte die falsche Frage. Aber vielen Dank, dass es außer mir keiner gemerkt hat bisher. Das war die Frage 650. Herr Staatsminister, die Schiffin hat es gemerkt, also ich war höflich genug zu schweigen. Also die Frage war eigentlich jetzt, Entschuldigung, wir tauschen die, wenn es erlaubt ist, dann muss ich nicht alles noch einmal vorlesen. Frage 650 war, wie viele Kommunen bereits Mitglied bei der AG Nahmobilität geworden sind. Also, wir freuen uns daher, dass die AG Nahmobilität auf ein breites Interesse stößt. Mit Stand vom 8. November 2016 sind 124 Städte und Gemeinden bereits Mitglied in der AG Nahmobilität geworden. Darüber hinaus gibt es weitere Mitglieder, wie zum Beispiel 9 Landkreise, 36 weitere Akteure wie den Städtetag, den ADAC, aber auch den ADFC und den VCD, RMV, NVV, aber auch beispielsweise die lokale Nahverkehrsgesellschaft Traffic, verschiedene Hochschulen, Planungsbüros, aber auch beispielsweise der Zweirad-Industrieverband. Und es kommen täglich neue Meldungen. Also wir sind gespannt, wie viele es am Ende werden. Aber Sie sehen, dass mit einer weiter steigenden Mitgliedszahl zu rechnen ist. Wer sich für die jeweils aktuellen Stand interessiert, kann das auf www.nahmobil-hessen.de verfolgen. Zusatzfrage, Frau Kollegin Müller.
Also jetzt die Zusatzfrage zur Frage 650. Was für einen Vorteil haben die Kommunen und die Verbände, die Sie aufgezählt haben, von einer Mitgliedschaft in der AG Nahmobilität? Herr Staatsminister. Wir wollen ja ausdrücklich die Nahmobilität fördern und sind überzeugt davon, dass nicht die Landesregierung am besten weiß, wie Nahmobilität vor Ort am besten funktioniert, sondern dass das die Kommunen selbst wissen. Die Idee ist, den Kommunen dann auch Vernetzungsmöglichkeiten zu geben. Das heißt, dass sie schlicht voneinander lernen können, zusammengebracht werden an einem Ort. Es werden Kongresse stattfinden, Arbeitsgruppen stattfinden und auch jeweils Angebote für unterschiedliche Kommunen. Weil es ist klar, dass beispielsweise, ich sag mal, Felsberg andere Mobilitätsfragen zu beantworten hat als Kassel und Lorsch andere als Wiesbaden. Dann kommen wir jetzt zur Frage 649. Frau Kollegin Müller-Kassel, bitte. Brauche ich jetzt nicht zu wiederholen, habe ich gestellt und bitte um Beantwortung der Frage 649. So ist es, Herr Staatsminister. Vielen Dank. Im Juli 2016 haben sich die lokalen Nahverkehrsorganisationen als Vertreter der kommunalen Aufgabenträger der ländlichen Räume in Hessen mit zahlreichen weiteren interessierten Akteuren zu einer Fachtagung in Kassel getroffen. Am Ende der Tagung waren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einig, ein Fachzentrum Mobilität im ländlichen Raum unter der Federführung des Nordhessischen Verkehrsverbundes zu gründen. Der NVV hat zwischenzeitlich ein erstes Konzept für ein solches Fachzentrum vorgelegt. Zentral sind dabei die lokalen Verkehre und insbesondere die Unterstützung der lokalen Aufgabenträger bei der konkreten Umsetzung. Von Seiten des RMV wurde zwischenzeitlich der Vorschlag unterbreitet, das Thema als ersten Baustein eines sogenannten ÖPNV-Lab aufzugreifen. Schwerpunkte dieses Konzeptes ist die Betrachtung zukünftiger Entwicklungen bis hin zu selbstfahrenden Fahrzeugen. Aus Sicht des Verkehrsministeriums gilt es, beide Konzepte so zusammenzuführen, dass die Ergebnisse für alle lokalen Aufgabenträger in Hessen genutzt werden können. Im Vordergrund steht dabei die konkrete Unterstützung bei der Lösung der aktuellen Problemstellungen. Für die Gründung des Fachzentrums sind noch organisatorische und inhaltliche Fragestellungen zu klären. Dabei sind unter anderem die Organisationsform und der Standort zu bestimmen. Außerdem ist die Vernetzung mit laufenden Projekten sicherzustellen. Eine Ergänzung noch. Natürlich ist es so, dass auch im RMV-Gebiet es sehr ländliche Räume gibt. Da ist ja nicht nur sozusagen Frankfurt-Rhein-Main im Kern dabei, sondern auch viel anderes. Und es wird darauf ankommen, dass wir da es hinkriegen, dass keine Doppelarbeit gemacht wird und wir die beiden Konzepte zusammenbringen. Das ist eine sportliche Aufgabe. Aber da mir ja sogar die Finanzverteilung zwischen RMV und NVV am Ende gelungen ist, wird auch das möglich sein. Dann kommen wir zur Frage 651, Herr Abgeordneter Klose. Ich frage die Landesregierung, wie ist der aktuelle Sachstand bezüglich des Baus einer Stadtbahn in Wiesbaden? Herr Wirtschaftsminister. Ich glaube, das war die letzte Frage für heute. Herr Abgeordneter Klose, für die sogenannte Citybahn Wiesbaden liegt der Landesregierung eine von den Stadtwerken Wiesbaden beauftragte Machbarkeitsstudie vor. Als Vorzugsvariante wird dabei eine Streckenführung von Wiesbaden-Simeonhaus und Hermann-Brill-Straße über die Hochschule Wiesbaden, die Wiesbadener Innenstadt und den Bahnhof Wiesbaden-Ost zur Theodor-Heuss-Brücke mit Anschluss an das Mainzer Straßenbahnnetz und eventueller Weiterführung bis zur Hochschule Mainz ausgewiesen. Die Citybahn soll nach dieser Planung in der Spurweite der Mainzer Straßenbahn, also der Meterspur, ausgeführt werden, um dort angebunden zu werden und zur Kostenersparnis zentrale Einrichtungen, zum Beispiel den Betriebshof, mitnutzen zu können. Die Kosten werden im Rahmen der Machbarkeitsstudie mit knapp 200 Millionen Euro abgeschätzt, zuzüglich ca. 40 Millionen Euro für eine Fortführung bis zur Hochschule Mainz. Für eine eventuelle Fortführung der Stadtbahn ins Ahrtal bis Bad Schwalbach werden weitere Kosten in Höhe von ca. 70 Millionen Euro geschätzt. Die derzeitige Planung
dieses kommunalen Vorhabens sieht eine weitgehend zweigleisige Streckenführung vor, mit Ausnahme einer eingleisigen Engstelle im Bereich Wiesbaden-Ost und der eventuellen Fortführung ins Ahrtal. Anlass für die Planung ist, dass der Busverkehr in Wiesbaden an seine Kapazitätsgrenze angelangt ist. In der Machbarkeitsstudie der Stadt Wiesbaden wird dargestellt, dass der Busverkehr trotz der bisherigen Ausweitung des Netzes und Verdichtung des Taktes die stetig wachsende Fahrgastnachfrage nicht mehr ausreichend bedienen wird können. Eine weitere Ausweitung des Busverkehrs würde einerseits die übrigen Verkehrsteilnehmer behindern und andererseits erhebliche Probleme schaffen, die Ziele der Luftreinhalteplanung zu erreichen. Aus diesen Gründen begrüßt und unterstützt das Land Hessen die Planung und Einführung eines schienengebundenen, elektrisch betriebenen Verkehrsmittels in Wiesbaden. Die Stadt Wiesbaden beabsichtigt, für das Vorhaben Fördermittel des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes Bundesprogramm zu beantragen. Aus diesen Mitteln können Schienenverkehrswege des ÖPNV mit bis zu 60% gefördert werden. Die hierfür erforderliche Anmeldung des Vorhabens zum Bundesprogramm hat das Land Hessen bereits durchgeführt und wird die nunmehr beginnende Vorplanung des Vorhabens mit einem Zuschuss von 15% der veranschlagten Kosten fördern. Zusatzfrage, Herr Abg. Klose. Wie bewerten Sie denn vor dem Hintergrund des gerade Gesagten, Sie haben ja insbesondere auch die Kosten angesprochen, die Möglichkeiten zur Reaktivierung auch der Ahrtalbahn? Herr Staatsminister. Also in einem ersten Schritt ist die Stadtbahn Wiesbaden in dem von mir am Anfang geplanten Umfang, Stichwort Anschluss nach Mainz, Nutzung der dortigen Betriebshöfe und sonstigen Einrichtungen auch zur Kostenersparnis, was die Investitionen angeht, sicherlich in einem ersten Schritt gedacht. Natürlich muss man sich überlegen, ob in einem zweiten Schritt auch eine Weiterführung möglich ist. Wobei ich hinzufügen möchte, zuallererst mal geht es darum, dass wir die Ahrtalbahn sichern, dass wir, so es möglich ist, zur Landesgartenschau 2018, ich sage mal, den touristischen Betrieb wieder möglich machen. Ich weiß, dass der Rheingau-Taunus-Kreis, aber auch Taunusstein sich Gedanken machen über die Frage, dort einzusteigen und sag mal, das Eigentum zu sichern und damit wir sicherstellen können, dass die Strecke erhalten bleibt. Und wenn die Stadtbahn Wiesbaden ein Erfolg wird, dann wäre es, ist ja ein kommunales Vorhaben, sicherlich so, dass man in einem zweiten oder dritten Schritt auch darüber nachdenken könnte. Aber erst den ersten Schritt und danach den zweiten oder dritten. Und natürlich muss der erste dann auch ein Erfolg werden. Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, bei den Bund-Länder-Finanzverhandlungen auch dafür zu sorgen, dass es das Bundes-GVFG-Programm überhaupt noch gibt. Wenn wir diese Möglichkeit der Zuschüsse von 60% nicht hätten, dann wäre sicherlich ein solches Vorhaben nicht möglich. Das war's für diese Frage. Nein, Herr Klein. Herr Klee, bitte schön. Herr Minister, ist es richtig, dass bei dieser Vorplanung die südlichen Stadtteile von Wiesbaden, also Schierstein, Biebrich und die AKK-Vororte, nicht mit eingebunden sind? Als jemand, der vor Jahrzehnten die bestehende Stadtbahn, die es schon mal gab, benutzt hat, wäre ich an dieser Frage interessiert. Herr Staatsminister Al-Wazir. Herr Abgeordneter Klee, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Wie gesagt, es ist eine Machbarkeitsstudie der SW. Wenn ich das hier richtig sehe, kommt die Bahn über die Brücke zum Brückenkopf, im wahrsten Sinne des Wortes, so heißt das, und fährt dann über Wiesbaden-Ost in Richtung der Innenstadt. Ich will aber ausdrücklich sagen, es gibt ja in Wiesbaden leider eine lange Vorgeschichte der Auseinandersetzung um ein elektrisch betriebenes Fahrzeug, das auf Schienen sich fortbewegt. Und ich wäre froh, wenn wir jetzt den ersten Schritt schaffen würden. Und manchmal ist es ja so, dass wenn dann der erste Schritt gelingt und die Menschen es annehmen, und es zeigt, was es für Möglichkeiten dann auch gibt,
dass dann auch der Ruf nach weiteren Ausbauschritten kommt. Wenn Sie sich beispielsweise anschauen, in Frankfurt gab es vor Jahrzehnten auch mal die Debatte, ob man die Straßenbahn nicht abschaffen soll. Irgendwann drehte sich das Ganze und inzwischen, wenn Sie sich mal anschauen, ich glaube, die Linie 18 nach Preungesheim, die Linie 17 und so weiter, gibt es überall den Wunsch, auch an die Stadtbahn angebunden zu werden, weil es offensichtlich viele Menschen gibt, die ein schienengebundenes Verkehrsmittel dem Bus vorziehen. Jetzt haben wir Wiesbaden geschafft. Okay. Wir kommen jetzt zu 652. Herr Abgeordneter Merz. Wo ist er? Ich frage die Landesregierung, auf Grundlage welcher Regelungen des Hessischen Kinderförderungsgesetzes sind die im Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen und zur Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts vorgesehenen Mittel für die Betriebskostenförderung der Kindertageseinrichtungen ausgezahlt worden? Herr Abgeordneter, mit dem Hessischen Kinderförderungsgesetz wurde auch das Hessische Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch geändert. Daher finden sich die Regelungen zur Landesförderung von Kindertagesstätteneinrichtungen nunmehr in § 32 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch. Auf dieser Grundlage werden auch die im Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen und zur Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts vorgesehenen Mittel im Rahmen der Betriebskostenförderung der Kinderbetreuungseinrichtungen bewilligt. Die Betriebskostenförderung kann sich aus mehreren Pauschalen zusammensetzen, welche in den Absätzen 2 bis 6 des § 32 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch geregelt sind. Die Landesförderung wird auf Antrag des Trägers der Kindertageseinrichtung gewährt. Da gibt es auch eine entsprechende Verordnung darüber. Dieser Antrag ist bis zum 1. Juni des jeweiligen Förderjahres bei der zuständigen Behörde, das ist das Regierungspräsidium Kassel, zu stellen. Das Regierungspräsidium Kassel zahlt den festgesetzten Betrag bis zum 30. November abzüglich einer bis zum 1. März gewährten Abschlagzahlung aus. Somit steht die Schlusszahlung für das Jahr 2016 noch aus, weil es noch nicht den 30. November haben. Zusatzfrage, Herr Kollege Merz. Herr Minister, verstehe ich das richtig, dass die Zahlungen im Grunde ausschließlich der Zahl der betreuten Flüchtlingskinder folgt? Oder sind die auch verausgabt worden im Kontext der 25%-Regel oder der Qualitätspauschale, also der 25% Kinder mit Migrationshintergrund? Herr Sozialminister Grüttner. Herr Abgeordneter, die Erwartungen waren gewesen, dass aufgrund der verstärkten Zuweisung von Asylsuchenden und Flüchtlingen, die zu uns kommen, natürlich auch mehr Kinder mit Migrationshintergrund in Kindertagesstätten, in Einrichtungen eintreten und dort auch betreut und erzogen werden. Insofern wird es ein Mehr an Kindertagesstätten geben, die die Quote, die zur Pauschalförderung führt, übersteigen wird. Und der gestiegene Mittelbedarf ist eine Vorsorge für diese Entwicklung. Frage 653, Herr Abgeordneter Roth. Ich frage die Landesregierung, wer ist Träger des Projekts zur Unterstützung und Qualifizierung des Systems der Kinderbetreuung, mit dem Träger Fachkräfte und Tagespflegepersonen im Kontext der Aufnahme von Kindern mit Fluchthintergrund unterstützt werden soll? Herr Sozialminister Grüttner. Herr Abgeordneter, die Karl-Kübel-Stiftung in Bensheim fungiert als Koordinations-, Steuerungs- und Umsetzungsstelle für die drei regionalen Beratungs- und Servicestellen Kinder mit Fluchthintergrund in der Kita in Hessen. Die drei regionalen Stellen werden bei geeigneten Trägern in Nord-, Mittel- und Südhessen angesiedelt, die jeweils gut in ihrer Region vernetzt sind, vertiefte Kenntnisse sowohl im Elementarbereich als auch Kontakt zu weiteren in der Arbeit mit Menschen mit Fluchthintergrund wichtigen Stellen haben oder aber leicht aufbauen können, weil sie gezeigt haben, dass sie in unterschiedlichen Bereichen sehr schnell sich Expertise erwerben können.
Zusatzfrage, Herr Roth. Zunächst aufgrund Ihrer Antwort, wer sind diese drei? Und die andere Frage, die ich als Zusatzfrage zunächst stellen wollte, ich füge sie an, ist die Frage, wie ist dieser Träger ermittelt? Ist das in Form einer Ausschreibung gelaufen? Einfach, um das Verfahren zu kennen. Herr Minister, das ist... Das Spannende bei, wir fangen mit der zweiten Zusatzfrage an, die die erste sein sollte. Das Spannende bei der Fragestellung der Karl-Köbel-Stiftung für Kind und Familie in Bensheim ist, dass die Karl-Köbel-Stiftung an dieser Stelle überhaupt kein eigenes Interesse verfolgt. Das war für uns eine grundlegende Voraussetzung dafür, auch jemanden zu finden, der eine entsprechende Erfahrung mit und Kompetenzen hat und damit auch als Koordinierungsstelle und Beratungsstelle dienen kann. Es erfolgte in diesem Kontext keine Ausschreibung, sondern eine Beauftragung der Karl-Köbel-Stiftung. Die Ausschreibung selbst ist die drei Träger im Hinblick auf Nord-, Mittel- und Südhessen werden im Rahmen einer Ausschreibung gefunden. Die Ausschreibung hat mit Ende oder Anfang Juli oder Ende Juli ist die Ausschreibungsfrist abgelaufen und momentan werden die eingegangenen Angebote ausgewertet und dann entschieden, wer der Träger in den einzelnen Bereichen ist. Dann kommen wir zur Frage 654, Abgeordneter Tippi. Herr Präsident, ich frage die Landesregierung, welche Erfahrungen hat sie mit der Förderung der Ausbildung von Integrationslotsen gemacht? Herr Sozialminister. Herr Abgeordneter, in diesem Jahr blicken wir auf 10 Jahre ehrenamtliche Integrationslotsenarbeit in Hessen zurück. Und ich denke, wir können schon sagen, es waren 10 erfolgreiche Jahre. Und über die letzten Jahre hinweg wurde der Programmansatz, heute eben Bestandteil des Landesprogramms WIR, stetig weiterentwickelt. Am Anfang haben wir Modellvorhaben gefördert, schlicht und einfach, um den Aufbau von Ehrenamtsstrukturen vor Ort überhaupt voranzutreiben. Seit 2010 ist neben der Einsatzförderung es möglich, gezielte und an den Bedarfen vor Ort orientierte Basisqualifizierungen für neue Integrationslotsen oder vertiefende Themenangebote für bereits aktive Lotsen hessenweit zu öffnen. Wichtiges Ziel dabei war und ist es, durch die Arbeit die Handlungspotenziale für die Ehrenamtlichen zu stärken und ihnen das nötige Rüstzeug für ihren ehrenamtlichen Einsatz mitzugeben. Themen der Basisqualifizierung sind unter anderem, was habe ich für ein Rollenverständnis, was habe ich für einen Auftrag, wo sind die Möglichkeiten und liegen die Möglichkeiten des Ehrenamtes, wo aber auch die Grenzen, ebenso wie kultursensible Hilfe zur Selbsthilfe sowie, und das ist die Grundvoraussetzung für diese ehrenamtliche Arbeit, auch Kommunikation. Integrationslotsinnen und Lotsen mit und ohne Migrationshintergrund bieten, und zwar wirklich gestärkt durch diese Schulungsmaßnahmen, direkte, themenspezifische, kultursensible und häufig mehrsprachige Hilfestellungen an. Sie begleiten beispielsweise Zugewanderte zu Arztbesuchen, bei Ämter- und Behördengängen, bei Elterngesprächen in Kindertagesstätten oder Schulen. Sie sind, ich würde es mal ausdrücken, Brückenbauer als eine wichtige Ergänzung zu den Regelangeboten vor Ort und helfen letztendlich damit, Zugangshürden abzubauen. Seit der Ausweitung der Integrationslotsenförderung wurden in den Jahren 2011 bis 2015 über 1.300 Integrationslotsinnen und Lotsen für ihren ehrenamtlichen Einsatz geschult. Wir sind der Überzeugung, der Programmansatz hat sich bewährt und setzt genau bei den kommunalen Integrationsbedarfen an. Insofern ist das ein erfolgreiches Programm, das wir auch fortführen werden. Nächste Frage ist die Frage 655 des Abgeordneten Tippi. Herr Präsident, ich frage die Landesregierung, wie ist die Entwicklung der U3-Betreuungsquote in Hessen? Herr Staatsminister Grüttner. Herr Abgeordneter, die Betreuungsquote steigt von Jahr zu Jahr. Gegenüber dem Vorjahr
verzeichnen wir allerdings eine konstante Betreuungsquote von 29,7%. In absoluten Zahlen bedeutet dies für Hessen dennoch einen Zuwachs an betreuten U3-Kindern um rund 2.400 gegenüber dem Jahr 2015. Jetzt muss man das umrechnen. Regelgröße 12 Kinder, 2.400 neue Kinder. Weiß man auch, wie viele neue Gruppen das in Kindertagesstätten sind. Bundesweit, und das ist für uns immer dann ein Indikator, ist die Betreuungsquote gegenüber dem Vorjahr sogar leicht zurückgegangen. Insofern ist die Frage von Konstanz auf der einen Seite, mehr Kinder in Kindertagesstätten im U3-Bereich auf der zweiten Seite und auf der anderen Seite ein Rückgang der Betreuungsquote auf dem Bund ein deutliches Zeichen dafür, dass unsere Angebote angenommen werden. Grund ist natürlich der Anstieg auch der Kinder im U3-Bereich. Das ist auf der einen Seite auf steigende Geburtenzahlen zurückzuführen. Das ist für uns sehr erfreulich. In Hessen wurden im vergangenen Jahr 2015 insgesamt 56.900 Kinder geboren. Das sind rund 2.300 oder gut 4% mehr als im Jahr 2014. Natürlich kommt dazu ein Zuzug von Familien in Hessen. Und damit ist natürlich auch der Anteil der unter Dreijährigen erhöht werden. Aber es wird an dieser Stelle sehr deutlich, dass die dass der Ausbau noch nicht abgeschlossen ist. Und dann noch einmal, wenn man das über mehrere Jahre hinweg betrachtet, zeigt sich, dass das gemeinsame Engagement von Land, Kommunen und Trägern, ich sage an dieser Stelle aber auch durch den finanziellen Beitrag des Bundes, der Ausbau der Kinderbetreuung gestiegen ist. So hat sich die U3-Betreuungsquote von 14,2% im Jahr 2008 auf 29,7% im Jahre 2016 quasi mehr als verdoppelt. Wir kommen zu Frage 656, Herr Abg. Warnecke. Herr Präsident, vielen Dank. Ich darf die Landesregierung fragen, wann beabsichtigt sie, die kaum zu erkennenden hessischen Autobahnbanner Rettungsgasse durch sichtbare, wie sie beispielsweise in Niedersachsen oder wie ich sie jetzt auch in Bayern gesehen habe, zum Einsatz kommen lassen, zu ersetzen? Herr Staatsminister Al-Wazir. Herr Abgeordneter Warnecke, die Landesregierung hat Ende Juli 2015 die Kampagne Rettungsgasse ins Leben gerufen. Die Rettungsgasse soll es Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten ermöglichen, behinderungsfrei und damit schneller an einen Einsatzort zu gelangen. Um das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer dafür zu steigern, hat Hessenmobil 50 Banner der Größe 9 x 0,85 Meter für Brückenbauwerke entlang der hessischen Autobahnen aufgehängt. Sie sehen, an der Größe kann es nicht liegen. Dabei wurden gezielt stauanfällige Streckenabschnitte ausgewählt, wie die A3 im Bereich Limburg an der Lahn bis Mainhausen oder die A5 im Bereich Friedberg bis Funkstadt oder die A7 zwischen Melsungen und Guxhagen. Aus Sicherheitsgründen wurden die Banner aus sogenanntem Mesh-Gewebe erstellt. Dieses Gewebe ist besonders luftdurchlässig. Damit sollte sichergestellt werden, dass die Banner auch bei starkem Wind nicht auf der Fahrbahn landen. Die teilweise schlechte Lesbarkeit der Bannerschrift ist ein ungewünschter Nebeneffekt der Materialbeschaffenheit. Das Meshgewebe ist nicht nur luft-, sondern auch lichtdurchlässig und die Schrift daher insbesondere bei Sonneneinstrahlung von hinten nicht besonders gut lesbar. Derzeit werden die einzelnen Informationsmaterialien, wie zum Beispiel Banner, Flyer, Plakate der Kampagne Rettungsgasse durch die Hochschule Darmstadt evaluiert. Die Ergebnisse sollen Sie. Hört doch mal auf! Meine Damen und Herren, die Ursache liegt beim Fragesteller. Okay. Die Ergebnisse sollen in der nächsten Sitzung der Arbeitsgruppe Rettungsgasse Mitte Dezember 2016 präsentiert und erörtert werden.
In diesem Zusammenhang soll auch entschieden werden, ob die Banner durch neue Banner mit einer anderen Materialzusammensetzung bei gleichen Sicherheitsstandards ersetzt werden können. Ich will ausdrücklich sagen, es war ja hier ein partei- und fraktionsübergreifender Wunsch, dass wir eine Kampagne Rettungsgasse starten. Und es ist auch klar, dass wir die Möglichkeiten nutzen wollen, an den Autobahnbrücken entsprechende Hinweise aufzuhängen. Jetzt muss man auf der einen Seite dafür sorgen, dass die sehr gut lesbar sind, und auf der anderen Seite, das ist dann die Windlast, dafür sorgen, dass sie nicht sozusagen durch Wind am Ende vielleicht auf der Fahrbahn landen, weil dann hätten wir nämlich das Gegenteil erreicht. Und ich glaube, bei entsprechendem Wunsch gibt es da auch eine gute Lösung. Herr Warnecke, vielen Dank für die Frage. Zusatzfrage, bitte schön. Lieber Herr Staatsminister Al-Wazir, durch die Art Ihrer Beantwortung geben Sie, glaube ich, auch dem Problem insofern Ausdruck, als dass sowohl Tarnfleck wie auch das Material, das offenkundig mit der Windlast in anderen Bundesländern anders auskommt, nicht das Optimale ist. Bedarf es dazu einer Studie oder vielleicht nur mal einer grenzüberschreitenden Fahrt nach Bayern oder Niedersachsen? Herr Minister Al-Wazir. Herr Abgeordneter Warnecke, die Banner in Niedersachsen, die hängen erst seit 3 Monaten. Und die Frage, ob es da bisher Probleme gegeben hat mit der Windlast, konnte uns aus Niedersachsen nicht beantwortet werden. Und dementsprechend glaube ich, macht es schon Sinn, dass wir sozusagen Erfahrungen auswerten und am Ende aus den Erfahrungen auch Schlüsse ziehen. Und noch eine Zusatzfrage von Herrn Warnecke. Da Sie sich, lieber Herr Minister Al-Wazir, so informiert haben, gehen Sie sicherlich mit mir überein, dass die Farbgebung unabhängig jetzt von der Windlast suboptimal ist. Herr Minister. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Warnecke, bei Farbgebungen kann ich nicht mitreden, weil ich bin, das ist so bei manchen mit den Y-Chromosomen, ich bin rot-grün schwach. Ist nicht politisch gemeint, aber Sie kennen. Sie kennen diese Tests, wo man die Punkte in den Punkten sehen muss, und bei manchen sehe ich es einfach nicht. Also bei Farbgebungen bin ich nicht der Richtige. Bei Farbgebungen bin ich nicht der Richtige. Ich stimme aber ausdrücklich zu, dass auch mir schon aufgefallen ist, dass gerade wenn die Sonne tief steht und sozusagen nicht die Banner, die das Sonnenlicht sozusagen auf die Schriftseite bekommen, sondern es von der anderen Seite kommt, dass man dann Schwierigkeiten hat, die Banner zu sehen. Das ist durchaus so, und das wird einer der Punkte sein, wo ich mal davon ausgehe, dass die Fachleute, die sich mit dieser Kampagne beschäftigen, auch entsprechende Schlüsse ziehen. So will ich es mal sagen. Weitere Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Kaufmann. Herr Staatsminister, im Hinblick auf die gerade dargestellte Farbschwäche wird möglicherweise daran gedacht, auch diese Farbfrage in Form einer öffentlichen Befragung über das Internet zu regeln. Herr Staatsminister Al-Wazir. Das war, Herr Abgeordneter Kaufmann, ja auch einer der, wie ich finde, richtigen Versuche, Bürgerbeteiligung zu organisieren. Und die Erfahrung ist allerdings, dass wenn am Ende sich Mannschaften bzw. Fangruppen von Fußballvereinen eher aufgrund ihrer Vereinsfarben entscheiden, dass das am Ende sogar zu Aufwallungen im Darmstädter Stadtparlament führt. Ich würde deshalb an dieser Stelle sagen, da wird es sozusagen jenseits der Bürgerbeteiligung auch Leute geben, die sehr genau wissen, welche Farbe wann am besten zu erkennen ist. Man muss das noch einmal ausdrücklich sagen, das meine ich jetzt sehr ernst. Wir haben lange Diskussionen geführt über die Frage, ob man diese Banner und inwiefern man diese Banner aufhängen kann. Weil es ist natürlich so, dass gerade auf der Autobahn bei den Geschwindigkeiten, die dort gefahren werden,
es ständig eine Debatte ist, in Anführungszeichen, wie viel Ablenkung der Autofahrer, die Autofahrerin eigentlich in Anführungszeichen verträgt. Sie glauben gar nicht, wie oft ich Briefe bekomme, die nach weiteren touristischen Hinweisschildern verlangen und. Es gibt auch viele, die sich Gedanken machen über die Frage, ob man nicht in Anführungszeichen mit Werbung beklebte Autos auf Brücken über die Autobahn stellt, mit allem, was dazugehört. Es ist ein ständiger Kampf, zu sagen, dafür zu sorgen, dass es nicht zu viel Ablenkung gibt, dass Leute woanders hingucken, weil mit Verlaub, Sie gucken heute schon auf viel, viel zu viele andere Sachen, anstatt nach vorne und zu sagen, auf die Straße. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich beende damit die heutige Fragestunde.